Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim ist zum 5. Mal in Folge in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt löste ihre Pflichtaufgabe beim Regionalligisten SSV Jeddelo 2 souverän mit 5:2, 3:0. Sebastian Griesbeck, 22. Kolja Pusch, 31. und 39. Robert Glatzel, 55. und Kevin Langford, 90. +2 erzielten die Treffer der Heidenheimer. Van Lindemann, 77. Foulelfmeter und Thorsten Tönjes, 79. Trafen für die Gastgeber. Die Gäste übernahmen sofort die Kontrolle und wurden ihrer Favoritenrolle in Oldenburg von Beginn an gerecht. Nach einigen vergebenen Möglichkeiten sorgte Griesbeck auf Vorarbeit von Glatzel für die verdiente Führung. Beim zweiten Treffer legte Glatzel uneigennützig für Pusch quer. Mit seinem zweiten Tor sorgte Pusch noch vor der Pause für die Entscheidung. Die Gäste ließen auch im zweiten Durchgang vor 4.508 Zuschauern zunächst nichts anbrennen, wurden in der Schlussphase aber etwas nachlässig. Sitt,